Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Abenteuern von Günther der Söldnersau. Wir sind weiterhin am Belagern der Burg Ugba. Und schauen wir mal, wie es wird. 891 gegen 100, das wird wieder eine ziemliche Flexerei. Aber ein kleines bisschen, wir haben so viele Folgen lang Banditen geprügelt, dass es mal schön ist, mal wieder auf den Schlachtfeldern zu sein. Wäre auch mal schön, wenn doch mal die große Armee uns gegenkommt. Also jetzt nicht eine, die uns hoffnungslos überwältigt mit 1.500, aber so vielleicht, keine Ahnung, 600, 700 Mann stark oder so, dass wir so eine richtig schöne, halbwegs ausgeglichene Feldschlacht haben. Wäre schon ganz cool. Damit 146, wäre ich allein unterwegs, wäre der mein Tod. Schön lustig, dass er Quests für mich hat. Beschleunigen wir mal ein bisschen. Wird ja so nie was. Der hat gewährt, die Burg. Okay, ich will ja eh keine haben. Ich mache da gar nicht mit bei dem ganzen Politikgedöns. Wenn, da werde ich mein eigener Herr irgendwann. Ich kaufe mir dann. So, ja, tatsächlich. Ah, ich kann mich hier für eine Posten. Nee, ich brauche keinen Posten. Passt schon. Ab geht's. Diesmal kommen wir mal mit der Ruhe Haupttor, bis der Rambock da ist. Vergeht viel zu viel Zeit. Ich gehe diesmal zur rechten Flanke mit. Obwohl, das sind nur Bogenschützen, die hier sind, ne? Wenn, dann möchte ich mit den Nahkämpfern zu den Leitern. Ja, gehen wir mal den Weg lang. Da wird schön geschossen. Ah, die ersten Abschüsse sind sogar von unserer Seite aus. Die Gegner haben den Vorteil, dass sie unendlich Munition haben. Aber die werden gerade echt gut weggesnipert von den ganzen Armbrustschützen. So, ich habe es mal zu den Leitern geschafft. Zu den Leitern, zu den Mauern geschafft. Dann werfe ich mal ein oder zwei ab. Ah, Mist. Naturwaffen nicht so sehr gewohnt. Außer von diesem Run jetzt natürlich. Ja, verdammt. Da ist ein Schwert. Ah, schade. Oh, der Speer kommt wieder runter, den kann ich wieder aufsammeln. Da ist er. Ja, damit. Dankeschön. Hä? Autsch. Haben wir gar keinen Rambock, Leute? Könnte mir bitte jemand die Tür aufmachen? Oh, ah, ich habe mich bewegt. Deswegen, ich wollte gerade ein bisschen Momentum mitnehmen. Au, au, ha. Ja, die lebt aber auch lange. Ja, nee. Oh, das ist ein bisschen eklig mit. Autschi. Könnte ich hier eigentlich hoch? Ich meine, im Ernst, das sollte doch gehen. Da muss man jetzt kein Parkourmeister sein für. Da drüben sind sie auch rein, wie es aussieht. Da darf ich nicht rüber. Wie wir halt einfach nichts haben, um das Tor aufzumachen. Ah, da jetzt. Macht jemand auf für mich, bitte? Kann man das so einschlagen, vielleicht? Oh, dankeschön. Sehr freundlich. Lass mich bitte rein. Dankeschön. Sehr gut. So, noch irgendjemand übrig? Ich war nicht mal zu faul zum Klettern. Ah, schon alles vorbei. Hab schon wieder 4 Leute verloren. Schon wieder 3 Oberhäupter. Mann. Wenn die nicht immer so schwer zum Ersetzen wären. Jede Menge vlandische Typen. So. Oh, das sind Seeratten. Die Seeratten gehören zur Naserei. Jawohl. Ich glaube, ich finde Ersatz für meine Seeräuber. Ich hoffe, ich finde noch ein paar von denen. Soll ich mich mal kurz... Ah, aber mich... Hier ist fast kein Wald. Wenn jetzt eine große Armee kommt, die mich snackt, habe ich ein Problem. Deswegen bleibe ich lieber hier erstmal sicher.
Oh mein Gott, du willst jetzt hier nicht beleidigt, ich wollte schon gerade sagen. Es ist ein bisschen viel los hier gerade. Oh, ich weiß nicht, ob ich mich sicher. Wir sind gerade viel zu tief im feindlichen Gebiet. Oh, da, kleine Seeratten. Nommen will. Ah, da wird auch... Okay, da ist noch eine weitere Armee von uns. Wenn wir uns da wieder ein bisschen zusammenschließen, passt das. Und dann holen wir erstmal noch eine Burg. Eine Burg nach der anderen gerade hier. Wie schaut's aus? Oh, jetzt kommen wir ein paar Armeen zusammen. Sehr schön. Ja, okay, das ist wieder hoffnungslose Überlegenheit. Das würde ich mal jetzt auswürfeln. Jetzt haben wir schon genug Burgkämpfe gesehen. Entsendet die Truppen. Ach, schon wieder 4 Leute. Schon wieder 2 Serobo-Oberhäupter. Hört auf damit. Das ist nicht lustig. Oh mein Gott, das Stahlbanner. Ich verliere meine ganzen Nahkämpfe. Ah, ich darf mal wieder rekrutieren. Sehr gut. Aber fast nur Fernkämpfer gerade, die hinzukommen. Das gefällt mir irgendwie nicht. Ich habe nur noch 15 Oberhäupter. Das ist echt nicht mehr viel. Frieden? Oh, das war mal ein kurzer Spaß. Ich wusste, dass es die letzte Schlacht hier ist, dann hätte ich die Burg noch mitgestürmt. Ich dachte, da kommt noch was. Ja, gut. Dann haben wir erstmal Frieden mit den Aserei. Toll. Da hatte ich mir so schön viel ausgemalt aus denen. Ich habe mir so schon so viele Pläne gemacht, weil ich mit den Seeratten anfange. Die müssen wir uns mal separat holen. Urundulf. Wir müssen auch mal wieder reden irgendwo. Geldtechnisch sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich möchte mal wieder zurück in... ganz ehrlich, das ist auch einer der Gründe, warum ich mich wahrscheinlich mit... Wenn ich mich nach einer anderen Fraktion anschließe als Söldner, wird es wahrscheinlich nicht Aserei sein, weil das Wüstengebiet ist nicht meins. Schon alleine, weil es da so wenig Wald gibt und Wald ist mein größter Freund. Oh, wen haben wir denn da? Einen feindlichen Clan wieder, aber huhuhu. Banner bringen ja nur was, wenn ich auch wirklich die als Truppenführer einsetze, ne? Bewegungsgeschwindigkeit gefällt mir eigentlich schon fast besser als jetzt Nahkampfschaden. Das wird auch sehr, sehr wichtig. Ja. Passt soweit. Oder? Andererseits, der wird sich doch dann höchstwahrscheinlich... Der Eisenbau, das passt auch mit dem Stahlbanner. Komm, du nimmst mal den Stahlbanner. Wenn du dann mal Truppen da in den Kampf führst. Gehen wir mal nach Hause zurück. Rebellen haben die Waffen erhoben. Also da. Seht ihr, genau das wäre so ein Augenblick, an dem ich als Günther sage, jetzt hole ich mir mal mein eigenes Gebiet. Dann müsste ich aber, das ist ja die Sache, es ist ja Günther die Söldnersau und wir führen ja ein Söldnerleben. Dann wäre die Staffel von Günther die Söldnersau vorbei, sobald ich dann wirklich hergehe und selbst so eine Stadt übernehme. So eine Gelegenheit, genau so eine Gelegenheit müsste ich ergreifen. Und da erkläre ich nämlich niemandem den Krieg, sondern gehe hin und nehme mir irgendein neutrales Gebäude einfach nur. Und schaue, dass ich dann mein eigenes, kein Königreich gründe, sondern einfach nur so eine Stadt oder eine Burg oder sonst irgendwas habe. Und von dort aus meine Machenschaften treibe. Interessant. Ich komme nochmal wieder. Ich möchte jetzt erstmal wieder meine Seeräuberränge auffüllen. Wie viele Truppen könnte ich eigentlich mitnehmen, wenn ich will? Jetzt ist auch die Frage, ob ich noch weitere Werkstätten errichte. Ich meine, ich kann die ja immer noch später abreißen. Aber ein bisschen mehr festes Einkommen wäre nicht verkehrt. Was gibt's denn so? Hier gäbe es Weizen. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Und Trauben. Das müsste Olivenpresse sein quasi.
Jakulan hatten wir ja schon. Könnten wir in Garland irgendwas machen? Nichts ganz Besonderes. Oh, es ist wieder Seeräuberzeit. Es ist wieder Zeit für die Ernte. Es dauert nicht mehr lang, dann schließen die sich mir automatisch an. Dann wird das alles viel, viel schneller und einfacher. Apropos. Ich glaube, nächste Stufe Gaunerei, dann hätten wir's. So, du bist bessere Speerin. Mehr Sichtweite, wenn der Trupp mehr als... Nee, haben wir bestimmt nicht. Mehr Kampfmoral gegen Banditentrupps. Das ist okay. Haben wir häufig genug. Außer sie schließen sich mir dann später an. Dann haben wir es nicht mehr, aber Kavallerie werden wir eh nicht haben. So, du bist besser geworden. Angebote, Gefangenenlimit, Nahrungsverbrauch von Banditen. Ich meine, das ist ja nur, wenn Truppführer. Und dann nehmen wir einfach das hier noch mit. Irgendwen habe ich gerade übersehen. Da, du. Medizin. Oh, das ist gut. Mal das auf Truppgeschwindigkeit durch Verwundete. Okay, das macht natürlich auch was aus. Als Wundarzt. Aber ich muss sagen, das ist gut. Hier, Medizinfähigkeit wirkt sich auch auf feindliche Verluste aus und erhöht die Anzahl möglicher Gefangener. Und das ist gut. Das ist gut. Machen wir das. Mehr Gefangene ist mehr Geld. Mehr Leute zum Verkaufen. Hier geblieben. Mess mit das. Ja, ich mess mit dir, aber sowas von. Ich hab schon wieder... Ah, ein Bandit. Gut. Ich wollte mich schon aufregen. So, erstmal wieder ein kleines bisschen Seeräuber hochpumpen. 13! 13! Mmh. Nom, nom, nom. Oh Gott, jetzt hilft mir jemand. Nimm mir nicht meinen Anteil weg. Oh. Waren so schöne 13 Stück. Die 3 hole ich mir noch. Dann haben wir erstmal wieder ein bisschen aufgestockt. Wollt ihr euch nicht einfach mehr anschließen, ohne Stress? Ja gut, okay, perfekt. So, dann haben wir erstmal wieder ein bisschen aufgestockt, das ist gut. Dann haben wir auch ein bisschen die Verluste vom Krieg wieder wettgemacht. Das ging halbwegs schnell. So, dann gucken wir mal runter zur Front. Machen wir mal ein paar Beförderungen. Spross, Setzling. Wir müssen aufpassen, dass es keine normalen Leute werden plötzlich. Also keine normalen, regulären Truppen. Okay, wer auch immer Isegrund Steinschädel ist, aber gern geschehen. ...15 Waldbanditen. Ach ja, so als Drive-By, ne? Ups. Verlustfrei und Spaß dabei. Boah, das sind jetzt eine Menge. Jetzt halt die Frage, ob ich... Ja gut, mehr Waldbanditen nehme ich dann aber nicht mit. Aber verkaufen könnte ich immer noch welche, ne? So, ist hier denn irgendwo was los? Ist die Frage. Da wird gerade noch belagert. 500 Verteidiger fast. Das ist eine saftige Schlacht. Ich meine, wir haben letztens einige Burgen gesehen, aber einen Stadtkampf hat man nicht so... Ich weiß nicht, sollte ich diese Rebellen versuchen zu bekämpfen? Nee, ich mache bei der Belagerung mit. Ich glaube, mein Anteil sollte trotzdem ziemlich gut sein. Ja, da beschießen sie sich erstmal noch ein bisschen. Okay, dann greifen wir mal mit an. Angriff! 1000 gegen 500 und das in der Stadt. Das könnte ein bisschen interessanter werden. Oh ja. Oh, wir müssen aber aufpassen. Hoffentlich gehen uns nicht viele Leute drauf hier. All of you!
Meine Leute schieben sogar den Sturmbock. Okay, 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 okay. Der Kampf hat begonnen. Das ist mein Hühnergeschwader, was hier gerade unterwegs ist. Das ist eine schöne Bresche, muss ich sagen. Hä? Oh, das war ein Treffer. Ich bin selbst überrascht. Ah, der hat leider nicht getroffen. Oder es hat das Schild erwischt hinten. Die Mangel schießt. Ich muss echt warten, bis irgendwas angedockt ist. Entweder der Belagerungsturm oder die Ramme müsste da sein. Irgendwas. Ja. Bisschen höher. So in etwa. Jetzt ist er weg. Oh, denn. Ne, ich hätte nicht getroffen. Egal. Verluste. Über Liste oben könnte auch noch gefährlich werden. Jetzt kommt, bringt mal die Sachen ran. Irgendwann schiebe ich selbst mit. Ja, aktuell noch relativ ausgeglichen, aber wir wissen noch, jetzt machen wir gerade jede Menge Kills hier mit dem Bogenschützen. Ich schließe nicht mal den Boys hier in dem Schildball an. Langsam vorwärts. Zusammen mit der Ramme. Der Ramme, ja, das, oh Gott, den Belagerungsturm hat sogar erwischt. Oh oh, irgendwo hat es gerade richtig weh getan. Verdammte Mange einfach nur. Mangen waren schon immer OP, ich sag's euch. Verdammten Feiglinge auf euren Mauern! Schade. Die werden euch nicht ewig schützen. Ich sag's euch. Ja, das gibt's doch nicht. Ich treffe niemanden. Oh, dafür war der umso besser. Und noch einen. Jawohl. So, Randa. Mach das Tor auf. Ich mache echt ein bisschen Schaden. Ich helfe. Nimm das Tor und das. Komm zusammen mit dem Bock. Bang. Schild, ich drehe sie auf die Tür. Ja, wir haben es bald. Danach müssen wir noch ein Tor aufmachen und da könnte ein Stein auf den Kopf geworfen werden. Wisst ihr, wer im Tor sitzt, sollte nicht mit Stein werfen. Sollte erst recht mit Stein werfen. Das könnte wehtun von da oben. Wir müssen aufpassen. Aua! Junge! Den krieg ich. Auf den Schritt ziele ich. Ich sage, ich schwöre. Ah, wir sind durch. Nice. Ach du liebe Zeit. Okay, der Spaß geht los. Wir müssen da irgendwie durchbrechen. Ich gebe mein Bestes, auf Köpfe einzuprügeln. Au, 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 au. Lebenspunkte sahen schon mal besser aus. Ich sehe halt fast nichts. Oh, mich hat's erwischt. Na, schauen wir mal, wie es allgemein steht um die Belagerung, ne? Belagerungsturm ist keiner angedockt. Oh, das war jetzt strategisch echt eine Katastrophe, ne? Belagerungsturm ist kaputt. Nur die paar Leitern gibt's noch, da werden auch alle abgehalten. Das ist gerade wirklich ein Massaker. Und hier halten die auch ziemlich gut die Linie, auch wenn denen langsam die Truppen ausgehen. Na, dafür, dass sie so unterlegen waren, haben die das Beste aus der Situation gemacht.
Außer dem Tor haben wir nichts Gescheites zum Durchkommen. Und die Manga macht extrem viel Schaden. Hier halten sie auch wunderbar Stand. Wir kommen hier und da welche durch, aber werden auch gut abgewehrt. Die halten sich gerade verdammt gut. Aber bald wird auf den Mauern auch niemand mehr übrig bleiben. Ah, das sind meine Waldbanditen. Ich glaube, wir machen ja extrem viele Verluste jetzt gerade. Oh, aber hier wird es jetzt langsam mal durchgebrochen. Das sieht gut aus. Das wäre jetzt echt gewesen, wenn wir das noch verloren hätten, ey. Aber jetzt wird das. Ja, jetzt bricht die Linie. Wir hatten auch nicht mehr so viele Leute übrig, ne? Oder kommen noch Verstärkungen? Ja, nee, es kommen noch Verstärkungen. Oh mein Gott, ey, wäre das noch ein bisschen weiter vorne rein, das hätte richtig wehgetan. Auf den Mauern geht's auch gut voran. Wird jetzt auch geräumt restlich. Ach, nur der eine Mauerabschnitt, der beklettert wird, und das Torhaus. Weil die Gegner hatten alle Möglichkeiten, das perfekt auszunutzen. Dann noch Mangen, die dauerhaft schießen konnten von hier aus. Das war echt nicht cool. Überlisten auch. Also die haben, glaube ich, eine richtig gute Performance hingelegt, die Feinde. Jetzt werden sie natürlich überrannt, die restlichen Verteidiger, aber das war zwischenzeitlich echt knapp. Okay. Boah, ich hab schon wieder 8 Oberhäupter verloren und 7 Waldbanditen. Ja, die haben 400 Leute mitgenommen. Nicht schlecht. Also die haben mehr getötet als wir. Aber gut, als Verteidiger hat man diesen Vorteil ja eigentlich auch. Und ich darf bei der Burg nicht mitmachen, weil ich umgekippt bin. Oh. Ja, ist okay. Ich habe einen Seeräuber schon wieder für... Mann, du kommst jetzt mit! Truppen. Und nichts, was ich gebrauchen kann. Das ist schlimm. Von den Gefangenen gibt es doch hoffentlich... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe so viele Truppen verloren, dass ich jetzt... Die brauchen halt einfach nur ewig, sich hier teilzunehmen. Indianische Feldwebel. Nee, komm, lass uns einfach dabei erstmal. Nimm den Loot noch mit. Harnisch mit Umhang. Der Loot war es zumindest wert. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen Wunden lecken hier. Ihr seht, was unsere aktuelle Truppensituation sagt. Wir haben so viele Verwundete. Tululul. Okay, das gehört wieder uns. Aber ich muss jetzt unbedingt Truppen aufstocken gehen. So, ja, die Rebellen haben ja Land ja den Krieg erklärt, aber das hat jetzt nicht lange gehalten. Mit Aufwertungen warten wir mal, da wird man jetzt nur unnötig zahlen. Also Geldtechnik, was ist denn hier eigentlich los? Voll der Ameisenbau hier. Oh, es gibt ein Turnier. Ach, ein Pferd, nö. Ich glaube, ansonsten gab es hier nicht so viel Tolles, ne? Wird einfach mal verkauft, alles. Da haben wir noch ein paar Reitpferde. Wir haben da eigentlich ganz gut was dabei. Aber wir nehmen noch diese paar, die hier sind. Nahrung könnte man noch ein bisschen was gebrauchen. Gibt es eigentlich irgendeinen Streitkolben, der interessant ist?
der Katafraktenstreitkolben ist halt, glaube ich, echt gut. Guter Schwungschaden, aber nicht ganz so gute Handhabung. Der leichte königliche Streitkolben ist so eine Sache. Macht nicht so viel mehr Schaden. Ein bisschen mehr. Der ist jetzt nicht so viel besser als zum Beispiel auch mein Milizper nach, ne? Weil, ich meine, dafür hat der eine gute Handhabung und mehr Schwunggeschwindigkeit für das bisschen Schaden. Ich finde den leichten Königlichen jetzt nicht so doll. Wir müssen wahrscheinlich wirklich mal selber welche schmieden, auf kurz oder lang. Wir schmieden lassen in der Hinsicht. Warten wir noch ein bisschen. Das ist ja Wahnsinn. Ja, irgendjemand hat wieder irgendwas bekommen. Ah, alle sind wieder putzmunter. Wir gucken mal wieder zu unseren geliebten Seerädern vorbei. Aber so langsam müssen wir uns echt überlegen, weil jetzt habe ich noch ein bisschen mich wieder aufgeplustert. Gut, was an Krieg mitgemacht. Wir könnten jetzt eigentlich wieder neue Werkstätten holen. Wir könnten echt überlegen, jetzt mal auf 100 Truppen hochzugehen und dann mal jetzt wirklich auf Clan Jagd zu gehen. Andere Clans und vielleicht andere kleine Anführer. Jetzt halt wirklich die Frage, wie lange wollen wir noch machen? Wie lange wollen wir das Söldnerleben noch weiterführen? Und wollen wir vielleicht dann irgendwann, vielleicht auch nach einer Pause zwischendrin oder sowas, dann auf ein anderes Format wechseln, ne? Dass wir sagen, okay, Günther ist jetzt kein Söldner mehr, sondern Günther wird jetzt zum Herren über eine Stadt. Über eine. Wie gesagt, kein König. Gucken wir mal nach Braven wieder hoch, aber erst sobald wir dann hier die Sachen haben. Irgendwo möchte ich noch Werkstätten haben. Eine weitere Gasse einzunehmen wäre auch eine gute Idee. Stimmt eigentlich, was sagt meine Clanstufe? Könnte ich noch jemanden rekrutieren? Noch nicht ganz. Aber sobald wir die nächste Clanstufe haben, würde ich nochmal jemanden holen, extra zum Gasse. Zum Gasse einnehmen. Hier geblieben, ich muss meine Reihen aufstocken. Oh, ich bin schneller, selbst ohne Wald. Geil. So, dann auf die Ome. Ha, verlustfrei, sehr schön. So, wir laufen. Das ist eine Menge Seeräuber. Sehr gut, das ist genau das, was ich brauche. Dass ich die Seeräubereien aufstocke. Halt, 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 halt. Nein, 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 nein. Weil ich erstmal die Beförderung gemacht habe und dachte, jetzt ziehe ich die restlichen rüber, dann habe ich das verklickt und ja, geil. So viel dazu. So viel zu Malgirer, Problem hat sich gelöst. Richtig gut hat sich's gelöst. Ich habe es gesehen. Okay, wir schauen später nochmal, was in Seeräubern was geworden ist. Wir nehmen noch ein paar Waldbanditen auf den Weg mit. Kommen, nehmen wir noch die 5 Bauern mit, einfach um die reinzufüllen. Und dann gucken wir mal hoch, ob es irgendwo ein bisschen bessere Plätze gibt, um noch ein paar Werkstätten vielleicht zu bauen. Schon wieder Rebellen da hinten. So, hier gibt's Getreide, hier gibt's. Was, Flachs ist das, ah. Oxhall hat Holz. Oh, Holz. Und Ton. Also Töpferei und so, Holzproduktion auf jeden Fall. Horsegear. Da gibt's Getreide. Oh, irgendein Gebiet hat viel Pelze, wie es viel Felle, wie es aussieht. Aber ich glaube, das gehört eher zur Burg, ne? Oh, da oben sind nochmal Seeräder. Ober. Oh, 61? Shit, ich weiß nicht mehr, ob ich das schaffe. Was zur Hölle?
Okay. Ich glaube, hier oben hat man lang nicht gecheckt, was mit den Seeräubern los ist, oder? Ich will mal ganz kurz gucken, ob ich noch ein paar Söldner holen kann. Schwertschwestern. Halt, Moment. Habe ich das, die neuen Pferde? Nee, die habe ich noch nicht. So, da. Mal gelockt und so. Ja gut. Wie spät haben wir es denn? Wir sind jetzt bei einer knapp über einer halben Stunde. Eine Sache, die mich noch interessieren würde. Was sieht man denn, wo es zugehörig ist? Doch, beide Fellproduktionen gehören hierzu, wie es aussieht. Und einmal Pferde. Zur Burg gehört das hier. Interessant, Doppelfell könnte sich lohnen für. Was war für mit Pelzen nochmal? Ich muss das vorsichtig angehen. Die 61 meide ich erstmal. Die hole ich mir später, sobald ich selbst ein bisschen mehr Truppen habe. Das müssen wir jetzt vorsichtig angehen. Nicht, dass die mich jetzt einfach das stompen hier. Ich warte mal kurz hier. 61 Seeräder sind ja einfach unterwegs. Ich glaube, ich spinne. Also auf der einen Seite läuft einem das Wasser im Mund zusammen, auf der anderen Seite, holy shit, die könnten mich einfach kaputt machen. Okay, die hole ich mir, die 11 Stück. Nein, nein! Ah, ich hatte gehofft, ich krieg die. Doch, ich krieg sie. So. Einmal weg mit euch. Ah, das sind Gefangene. Ja, gut, die nehmen wir jetzt auf jeden Fall mit. So, darf ich jetzt nicht verkacken. Die Kusites sind mit uns im Krieg. Okay. Alreito. Dann gucken wir doch mal, ob wir hier so eine Werkstätte kaufen können. Das wollte ich auch noch machen. In Ostikan. Schreiner, Drechsler. Ich würde sagen, machen wir mal einen Spaziergang durchs Stadtzentrum. Und gucken mal, was es hier an Werkstätten gibt. Und was für eine Werkstatt es gab. Hier ist eine Schreinerei. Die würde ich dann im Falle mal umfunktionieren, weil etwas, was mit Fellen hantiert. Das waren, glaube ich, Gerber, oder? Ne, die Gerber haben eigentlich mit Kühen, also mit Vieh, was gemacht. Was hat man aus Fellen gemacht? Tatsächlich eine sehr gute Frage, ne? Aber ich weiß nicht, ob uns eine Schreinerei weiterhelfen würde. Vielleicht die Weberei, ne? Aber aus Fellen hat man auch nichts gewebt. Das hat mit Flachs zu tun. Was war aus Fellen? Ich werde es vielleicht sehen, wenn ich sehe. Ich werde sehen, wenn ich sehe. Jawohl, ihr habt mich richtig verstanden. Hier, was brauchen wir hier? Schreine. Ihr kriegt doppelt Felle geliefert. Well now, Stranger. So, ich würde gerne die Schreinerei kaufen. 27.000 ist absolut okay. Dann gehe ich mal zu einem der Schreiner und sage, ich würde das gerne umändern. Ja, okay. Samtweberei wohl weniger. Gerberei. Tierhäute mit Kalk und anderen Chemikalien. Eigentlich müssten das auch die Felle sein, ne? Auch die sollten gegerbt werden, nicht nur die Dinger. Schauen wir mal, was es noch gab. Silberschmiede, Leinweberei, Kälterei, Töpferei, Wollweberei. Eigentlich nicht, ne? Ich wollte gerade sagen, aus Garn und Schafswolle. Das haben wir nicht. Das war's schon. Der Kälterei ist nochmal was ganz anderes. Das ist ja wirklich zum genau Pressen von Trauben und Fermentieren. Ne, das müsste dann trotzdem der Gerberei sein. Sch
Schmiede. Ich weiß nicht, ob man Pellets für Schmiede verwenden kann, aber ich meine, ja gut, hier Eisenerz zu Bahnen, Rüstungen, nee, das weniger. Nö, Gerberei. Das heißt ja auch Tierhäute, das müssten die Felle genauso gut dazu zählen. Ja gut, dann macht mal. Ich hoffe, das bringt uns was. Ja, mit Snickerberei. Passt auch zu Günther, würde ich sagen. Eine Werkstatt mehr für unser Imperium. Ich meine, wir können uns ja wirklich so ein Handelsimperium hochziehen und wirklich überall jetzt Werkstätten aufbauen. Und noch die Gassen übernehmen. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns, vor allem wenn wir noch reinkommen. Dann können wir uns irgendwann hoffentlich mal so 100 Leute unterhalten. Und jetzt würde ich gerne noch ein paar Seeräder mitnehmen, nach Möglichkeit. So, jetzt mal hier noch bitte aufwerten. Man darf nicht vergessen, ich habe jetzt ziemlich viele, gut, zu viele Oberhäupter habe ich gar nicht, wie ich gerne hätte. 16. Gute Frage, wie viel die da oben haben, diese riesen Seeräder-Trupp. Aber hier sind überall so Vereinzelte, die ich mitnehmen kann. Ich glaube, dieser große Seeräuber, Bash-Clash, den wird es dann beim nächsten Mal wahrscheinlich geben. Ja, okay, schließt euch mir an. Ist in Ordnung. Habe ich kein Problem mit. Die hier sind ja auch gleich als Truppen mit dazugekommen, ne? Das ist schon echt, das ist mega praktisch, den ich erstmal als Gefangener zu halten. Diesen Trade muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Helfen wir mal diesen armen Leuten in Not. Ich meine, die schaffen das, glaube ich, wahrscheinlich schon selber. Aber wir sind einfach mal so nett und helfen. Jetzt, glaube ich, sind wir soweit. Aber ich glaube, das machen wir dann bei der nächsten Folge. Weil jetzt sind wir eigentlich wieder soweit, was die Folgenlänge angeht. Das heben wir uns als Klimax fürs nächste Mal auf. Dann werden die 61 Seeräder gebasht. Alles klar? Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns genau hier dann beim nächsten Mal wieder. Ja, und schreibt auch, was ihr so als Ideen habt, wie wir weitermachen können mit diesem Durchlauf oder Ideen für eine zweite Staffel, wo Günther dann das Söldnerleben hinter sich lässt und was auch immer macht. Da können wir mal überlegen. Vielleicht wird auch, okay, zum Banditen zu werden, also zum reinen Banditen, ist natürlich auch eine Möglichkeit, die wir gehen könnten. Also, dass wir dann mit allen im Krieg sind und wir verschanzen uns irgendwo. Aber das wird ultra hardcore einfach nur. Das wird ultra hardcore in dem Sinne, weil uns ja jeder einfach ans Leder kommt. Wir sind quasi überall mitten im Feindesgebiet. Das ist ein bisschen haarig. Aber gut, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge, wenn es den Seerädern an den Kragen geht, weil da kriegen wir bestimmt eine Menge raus. Bis dahin, bye bye.